machen den Savior glücklich, sie machen Babylon glücklich, Freunde. Ich glaube, mehr kann man überhaupt nicht mehr sagen. Ja, wir sind die 5 Sterne Deluxe. Meine München, was geht denn? Meine Damen und Herren, das Boot 2001. Dankeschön, da geht einiges. Und wir kommen jetzt mit unserer ersten Maxi. Und die lautet... Die lautet 1, 2, 3, 4, 5 Sterne Deluxe. Mit irgendwelchen Gefühle aus, lieber Kinder, Jerry Mausi. Ich kann doch Tom verarscht ohne Ende. Werft eure Hände in die Luft und fangt sie wieder auf. Tja, nicht chartkompatibel und doch besser. Mein Schwanzlein spritzig wie ein Sigge Hessler. Beats mein Areal, genial für mich normal. Gedanken surreal, weil dreidimensional. Ich bin der Karl Dahl der Reime, der Mike Krüger des Rap. Wie meine Oma sagen würde, der Junge hat sie recht, dann hat sie recht, weil es ist so. Wenn wo kommt, könnt ihr einpacken wie Christo. Es ist nicht persönlich, nur meine Meinung. Und weil das meine Platte ist, sag ich dir, was ich denke. Tut mir leid, wenn ich dich kränke. Wenn ich mit PR würze, kommt was fake. Möhre, wir produzieren delikate Suppen für Magga und Pumpen. Du nur Möhre für dich selber. Dieser Track ist Luxus, genau wie Diamanten. Und auch so überflüssig. Doch wir haben rein überschüssig. Und die müssen raus wie die Fantasiere Lady. Also Baby, konsumiere, wenn ich 5 Sterne musiziere. Was siehst du? 5 Sterne. Was siehst du? 5 Sterne. Was siehst du? Was seht ihr? Lauter mit dem Fernsehen. Was siehst du? 5 Sterne. 5 Sterne für uns, weil wir keine sind. Du kaufst länger von den Reimen als ein Ring des Bärbet. Im Erzorbit, ohne Zucker, aber Smucker. Musiker, von Musiker, Beats wie Frau. Bauen Texte wie den Turm zu Bade. Ob das wir sie nicht verstehen, wie all die Kabel. Das Udo Lindenberg mit Ara Tunte wieder. Stop. Ich bin rein bemischt, ohne Dixieland. Du hast deine Alimente, an meiner Dente. Gekochte Speisen, ihr beweisen wirst, ohne dich zu bewegen reisen. Das heißt, weil dein Körper sich bewegt und nur dein Geist weiß, leider ist auch die Zone sind bis auf Wunden wirken. Ach, wir kriegen das sicher. Darum buschen wir die Wunden mit Wasser, denn wir wirken nass, flüssig, flowing. Never showing up wie Metal King. Wir sind niemals auf, denn wir sind mittendrin. Andere dagegen sind in weiter Ferne. Schauen in den Himmel und sehen uns als 5 Sterne. Sterne. Was siehst du? Was seht ihr? 5 Sterne. Alle! Was siehst du? 5 Sterne. Was siehst du? Was seht ihr? Was siehst du? 5 Sterne. 5 Sterne, hättest du gerne, doch für dich in weiter Ferne. Hör zu und lerne, Textbuch und Erne. Bibel, ne heilige Schrift, man wo auch gerne kifft. Mit dem Stift als Werkzeug, mit dem man neues Werkzeug und Mehrzeug. Wo schlau nicht hol, das Beste vom West zum Ostpol. Hä, ich bin gut, ne? And I'm a super duper star. Ich hab nur der Komplex, steh auf dicke Beat. Ja, ja, ich steh nicht auf Pamela und Wenzen. Künstliches Ding sein muss an der Puppe von Jim Henson. Du ein Einzeller wie Charles Manson, ich fast schon kriminell. Das kann ich mit rechten Dingen zugehen. Wenn 5 Sterne Rock und andere Tuse, wo sie bleiben. Wir schreiben 5 Sterne, das heißt Plus. Mit Kuhmann und Klaus. Oh yeah. Zu viele Skills, zu wenig Faxen. Mann, wir sind erwachsen. Wer es glaubt, hört selig. Hör zu, wenn das Buch predigt. Halleluja, Amen. Marc, Mario und Tobi, das sind die Namen für 98. Genau, und nicht rhetorisch, euphorisch, immer genial. Und jetzt ist wie Dolly, Basta, Hasta, La Vista, La Isla, Bonita, Applebaum, can I kick it? Yeah. Was siehst du? 5 Sterne. Was siehst du? 5 Sterne. Was siehst du? Was seht ihr? Was siehst du? 5 Sterne. Deluxe. 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 Deluxe.
Was geht, München? Was geht, Alter? Lass mal ein bisschen was hören! Oh ja, oh ja. Seht einiges. Herzlich willkommen zur fetten Ballparty hier von MTV. Was geht, ja. München? Wir flashen. Wir haben noch ein Stück mitgebracht. Und zwar unsere zweite Maxi. Die zweite Maxi. Und es ist ein Liebeslied, das mit W beginnt, eine wichtige Frage beinhaltet. Mit ungefähr folgender Melodie. Na, 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. So, München, ich hoffe, ihr könnt den Refrain davon mitsingen. Aufwachen, wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Aufwachen, also ganz München. Aufwachen. Als Corinna 14, Markus 15, das erste Mal traf, dachte sie nur, wow, ist der scharf. Und fragte gleich in ihre Clique, ob ihn jemand kenne. Von wegen, dass sie jemand Namen und oder Alter nenne. Denn a day later in school, dann ein Tag später in der Schule, sah sie, während sie quasi ihn observierte. Und ob das auch abwehren würde, wird sich zeigen. Als er die neuen Arme traf und wieder zu verspielte kannte Corinna Steffi aus derselben Klasse. Steffi kannte Stefan. Und Stefan kannte Markus, war gut mit ihm befreundet. Das war ein Lobby. Kommen Corinna und Markus jetzt zusammen? Sie entscheidet sich für das Partyprogramm. Nach zwei Wochen Planung wurde langsam klar. Corinna macht eine Party und alle sind sie da. Markus kommt mit Stefan, denn Steffi liegt sie ein. Der Höhepunkt ist am Start, es bricht sein Bein. Corinna macht sich Sorgen, Stefan lacht ihn aus. Corinna und ihr Vater bringt Markus ins Krankenhaus. Für eine Stunde Fahrt reicht sie zum Verlieben. Und so stand nach drei Tagen auf Markus Gips geschrieben. München! Ich kann doch nicht hören! Komm lauter! Lauter! Was denn? Aha, München! Auf jeden Fall. Carsten war pünktlich und macht bei seiner Arbeit und war bereit für seinen Auftrag. Der Chef rief hier rein, sagte Sitz und Carsten saß. Hebbels war fit, halb das mit dem Auge aus Glas. Er behandelte Carsten sehr schlecht, verstand ihm, was er wollte. Carsten hingegen machte immer, was er sollte. Der Chef erzählte ihm von der Kunde hin, von wegen der Emanze. Carsten war das Wurst, denn er sah sie als Chance. Hinein in die Freiheit und weg vom Chef. Claudia hingegen war einsam. Sie sah gut aus, doch sie wusste es nicht. Sie ging kaum raus und sie sah nie das Licht. Sie brauchte einen Partner, der sie führte. Er musste nicht schön nur für sie da sein, sodass sie ihn spürte. Durch mein Freund kam sie zu Carstens Agentur. Er mochte sie gleich, als sie ihm durch die Haare fuhr und dachte, wow, was für eine Frau. Die drei Punkte auf ihrem Arm kannte er genau. Er wedelte mit dem Schwanz, sie nahm ihn an die Leine und fuhr. München! Das fürs Fernsehen! München! Oh ja, oh ja, ja! Peter war müde wie eine Schule, ist doch meist eh der Aufstand am Meer schluckt. Bis der Nacht bis Nacht durchgemacht, viel gelacht, auch noch mehr gezecht. Was ich jetzt recht, es geht ihm schlecht. Denn er war wie ein Kung-Fu-Schaukampf ohne Körperkontakt und das schon über ein Jahr. Sein Geist ist willig, doch das Fleisch ist rar. Die Britta war auch nicht fitter, sie saß alleine auf dem Sofa und litt da. Denn sie war einsam seit drei Jahren und fünf Monaten und ihre Knochen modern, weil sie sich nie legte. Und wenn, dann legte sie sich auf, war ihr Bier alle, Alter. Ach du Scheiße, Bier leer! Doch es ist keiner da, der es hier bringt. Da muss sie wohl selber gehen zum Laden an der Ecke. Sie doch ist mal so müde wie sie ist, das ist eine große Strecke. Der jedoch ist nicht schlimmer als eine Stunde ohne. Ach, dann muss ich wohl los. Nur zwei Sekunden später denkt doch Peter. Ach, dann muss ich wohl los. Und sie gehen, so müde wie sie sind, sehen auch beide aus. Sie haben mehr Ränder als Augen und man mag es kaum glauben. Doch während Peter nach dem Bier griff, griff auch Britta. Als sie sich berührt, durchfuhr sie ein Gewitter. Für ihn war sie das, wonach er sich sehnt. Und er fragte sie müde, als sie ihn angehte. Wie bitte? Kommt doch mal ordentlich! Mongo!
da 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 da. Die 5 Sterne Deluxe und Sterne wird jetzt mittlerweile auch Gerhard Schröder sehen nach diesem